Liebe Leute, heute wird's hier heiß. Klamotten könnt ihr anlassen. Wir reden über die Hot Chip Challenge. Ein Chip gewürzt mit der schärfsten Chilischote der Welt. Das macht den Chip 400 Mal schärfer als Tabasco und sogar 11 Mal schärfer als Pfefferspray. Verrückt, sich das anzutun. Aber klar, wenn etwas verrückt ist, wird daraus eine TikTok-Challenge. Das führt, wenn es richtig blöd läuft, zu Notarzteinsätzen. Wie gefährlich die Hot Chip Challenge ist und ob der Verkauf in Deutschland überhaupt erlaubt ist, jetzt in das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau. Sie sind derzeit in aller Munde. Sehr, sehr scharfe Chips. Millionenfach geklickte Videos auf TikTok zeigen die teils heftigen körperlichen Reaktionen auf die Schärfe. Die Hot Chip Challenge hat auch in Hessen schon zu Notarzteinsätzen geführt. Also die sind fast gestorben, weil es so scharf war. Die einen, die haben das ganz normal aufgenommen, ne? Die sind Schärfe gewohnt. Andere wiederum mussten sich übergeben. Also ich habe gehört, das war ein ziemlich amüsantes Erlebnis, weil wirklich, also die Familie, die haben einmal reingebissen, das war es bei denen mit der Hot Chip Challenge. Das war richtig gefährlich. Ich musste viel Milch trinken auch. Also ich würde eher sagen, die sollen anfangen mal nachzudenken und nicht irgendeine Scheiße machen. Das denkt sich Freda mittlerweile wohl auch. Die 14-Jährige weiß nicht, wohin mit sich, hat Schmerzen. Ihre Freunde sind verunsichert. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass die Schärfe irgendwann nachlässt. Es war so, einmal war es richtig scharf und dann dachte ich so, jetzt wird es besser, so nach 10 Minuten. Und dann war zweimal scharf. Es geht darum, den extrem scharfen Chip zu essen und sich so lange wie möglich nichts anmerken zu lassen. Eine echte Challenge. Ich habe halt Leute gesehen, die waren so alt wie wir ungefähr und haben den dann gegessen und halt so die Reaktion danach. Und dann dachte man, also so schlimm kann es halt nicht sein und deswegen kann man es dann auch mal ausprobieren. Das Netz ist voll mit solchen Videos. Auch Promis machen mit, zum Beispiel David Beckhams Sohn Brooklyn und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi. Gerade Kinder und Jugendliche wollen das nachmachen. Und das, obwohl der Chip, aus guten Gründen, erst ab 18 Jahren zu kaufen ist. Denn diese Mutprobe ist gefährlich. Der Tortilla-Chip ist gewürzt mit der Carolina Reaper, der schärfsten Chilischote der Welt. Gemessen wird in Scoville. Tabasco liegt bei etwa 5000 Scoville, Pfefferspray bei 200.000, Carolina Reaper bei bis zu 2,2 Millionen. Das entspricht Tabasco mal 400. Was haltet ihr von dem Trend? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Klar ist, das Ganze ist brandgefährlich. Bei Kindern, wenn es da auch zu schwerwiegenden Reaktionen kommt, sind wahrscheinlich doch allergische Reaktionen, ja, nicht bekannte Allergien. Das Problem auch, die dann zu wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen bis hin zum Kreislaufstillstand führen können. Ja. Aber natürlich bei Heranwachsenden ist die plötzliche Gefäßweitstellung so ungewohnt, dass die meistens kollabieren. Ja. Und dass gegebenenfalls das Herz eben auch sehr, sehr langsam wird darunter. Immer wieder gibt es deshalb Notarzteinsätze, auch hier in Hessen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt mittlerweile, weil die Chips ungewöhnlich stark mit Capsaicin gewürzt sind, dem natürlichen Scharfmacher der Chili. Das Problem ist, dass wenn man nicht an extrem scharfes Essen gewöhnt ist, dass es umso gefährlicher ist quasi für den eigenen Körper. Sobald ein Gewöhnungseffekt da ist, ist es nicht mehr so gefährlich. Scharfes Essen aktiviert unsere Capsaicin-Rezeptoren. Auf der Zunge haben wir die weiter hinten. Manche Menschen haben mehr, manche Menschen haben weniger Rezeptoren. Und das macht auch die unterschiedliche Reaktionsintensität aus. Welche Verantwortung hat der Hersteller? Immerhin wirft der ein Produkt auf den Markt, das schon im Namen die gefährliche Challenge fordert, dessen Verpackung ein Sarg ist und der mit Todesgefahr wirbt. Ethisch brauchen wir darüber, glaube ich, überhaupt nicht zu diskutieren. Für mich ist es eben ein typisches Produkt im Sinne des Wortes, dieses verrückten Marketings, das eben auch immer schneller, immer höher, immer weiter will. Diese Steigerungsproblematik führt dann halt zu solchen Auswüchsen, wo die Gesundheit von
wahrscheinlich eher jüngeren Menschen, die so etwas riskieren, aufs Spiel gesetzt. Und das ist natürlich völlig verrückt. Und da kann man sich als normaler Marketingmensch eigentlich nur dafür schämen. Der Hersteller aus Tschechien betont, die scharfen Chips seien mit dem EU-Lebensmittelrecht konform. 10 Euro kostet ein Chip inklusive Schutzhandschuh. Für Jugendliche unter 18 sollte das Paket eigentlich gar nicht zu bekommen sein. Die 14-jährige Freda hat es trotzdem kaufen können. Und dann wollten wir den kaufen, aber dann haben die uns den halt nicht verkauft, weil da stand, der war ab 18 und dann so 2 Stunden später waren wir in einem anderen Süßigkeitenladen und der hatte den dann auch. Und den habe ich dann einfach gekauft und der hat ihn mir verkauft. Bei denen war halt nicht mit ab 18. Wir machen die Stichprobe. In diesem Laden war Frieda zuerst, hat vergeblich versucht, den Chip zu kaufen. Am Regal steht, Verkauf erst ab 18 Jahren. Auf Nachfrage erzählt uns die Verkäuferin, dass viele Jugendliche es trotzdem versuchen. Wie versuchen die das denn? Die sprechen sich immer untereinander ab und versuchen zu verhandeln. In diesem Laden hat Frieda den Chip bekommen. Problemlos, wie sie sagt. Am Regal kein Hinweis zum Alter. Der Verkäufer versichert uns: Nein, nur ab 18. Vorne an der Kasse wird halt nach dem Ausweis gefragt. Bei Frieda nicht. Sie leidet nach der Mutprobe unter starken Bauchschmerzen. Deswegen erzählt sie ihrer Mutter davon. Da denkt man, du stirbst. Du leidest richtig, sieht man doch. Das ist fürchterlich anzusehen. Wirklich. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie Angst, dass irgendwie ich einen Herzstillstand kriege oder so, weil das so scharf ist oder so. Ich weiß nicht, was da passieren kann. Das hätte ich ja gar nicht einordnen können. Wenn die Atembeschwerden bekommen hätte, hätte ich ja niemals diesen Zusammenhang hergestellt zu diesem Chip. Mehrere Bundesländer, auch Hessen, sammeln derzeit Argumente für ein rechtssicheres Verkaufsverbot. Schon jetzt haben 2 hessische Importfirmen mehrere Chargen zurückgerufen. Für mehr scharfe News aus Hessen, lasst gerne ein Abo da.